Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem zweiten Demenz-Ei des Monats. Es war übrigens so, nachdem wir das erste gemacht haben, dass wir eine unheimlich gute Resonanz bekommen haben. Also nicht nur eine gute, sondern auch viele, viele Leute, die sich darauf gemeldet haben, was uns da drin bestärkt hat, das auch weiterzumachen und dieses Demenz-Ei weiterzuführen, so wie wir es auch angekündigt haben. Das zweite Demenz-Ei, was wir heute machen wollen, ist eines, von dem wir glauben, dass es noch mehr Resonanz geben wird, weil es ein Thema ist, was die Menschen in hohem Maße, also die Menschen, die in Altenheimen, Krankenhäusern oder in der ambulanten Pflege arbeiten, mit Demenzerkrankten, im hohen Maße interessiert. In dem Zusammenhang möchte ich mich erstmal nochmal bedanken für die vielen, vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Und wir haben auch, wie versprochen, die Bücher verlost. Jetzt kommen wir auch direkt schon zu unserem heutigen Demenz-Ei, also dem zweiten Demenz-Ei des Monats. Und es geht um Halluzination, Wahn und damit verbunden ganz häufig den Lügen. Darf ich Menschen mit einer Demenz belügen? Darf ich in den Wahn einsteigen? Sollte ich es vielleicht sogar in den Wahn einsteigen, damit ich sie besser versorge? Und anfangen möchte ich mit einem Zitat eines berühmten, man nennt ihn heute Alzheimer-Aktivisten, Richard Taylor, ein amerikanischer Psychologe, der Alzheimer erkrankt ist. Also, Richard Taylor sagt, Menschen belügen Menschen mit einer Demenz die ganze Zeit. Sie erzählen ihnen kleine Unwahrheiten. Sie nennen sie Halbwahrheiten oder Notlügen, aber es bleiben Lügen. Wie zum Beispiel, beeilen Sie sich und ziehen Sie sich an, Ihr Sohn kommt zu Besuch. Nun, Sie wissen, ich werde vergessen, dass Sie das gesagt haben. Das sind all diese kleinen Lügen, die ausgesprochen werden, um das Verhalten von Menschen mit einer Demenz zu manipulieren. So, also das heutige Demenz-Ei ist Wahn, Halluzination und Lügen, Ihre Einstellung dazu, Ihre Erfahrungen dazu oder all das, was Sie uns dazu mitteilen wollten. Am Ende dieses Demenz-Eis stellen wir Ihnen halt die beiden Fragen, die es zu beantworten gilt. Was ist Wahn und was ist eine Halluzination? Also ein Wahn ist eine unbeirrbare Meinung, ein unbeirrbares Festhalten an einer Meinung zu einem Umstand, den andere unter Umständen nicht so sehen, wo aber derjenige, der diesen Wahn hat, eben dieser Meinung ist. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel, ein Bestehlungswahn beispielsweise, einer der häufigsten Wahnvorstellungen, die es gibt. Da ist ein Demenzerkrankter beispielsweise in einem Altenheim, der Geld verlegt hat vielleicht. Dieses Geld ist nicht da und der Wahn besteht darin, dass er absolut der Meinung ist, und davon ist er auch nicht abzubringen, dass er von einer Pflegekraft oder sogar von einer ganz bestimmten Person oder vielleicht sogar seinen Kindern bestohlen worden ist, obwohl es objektiv nachweisbar ist, dass dies nicht geschehen ist, weil diese Person unter Umständen an dem Tag gar nicht da war oder ähnliches. Das wäre eine Wahnvorstellung. Im Vergleich dazu sind Halluzinationen Wahrnehmungsstörungen, wo es so ist, dass das Demenzerkrankte oder dass derjenige, der eine Halluzination hat, mit seinen Sinnen etwas wahrnimmt, was alle anderen objektiv nicht erleben, nicht sehen, nicht hören, nicht riechen oder sonst irgendetwas. Also ein Demenzerkrankter sieht beispielsweise jemanden durch die Tür kommen, den aber außer ihm kein anderer sieht. Also der Unterschied zwischen Wahn und Halluzination liegt also darin, dass der Wahn etwas ist, das aufbaut auf etwas Realem, was da ist, also das Geld ist nicht mehr da. Die Halluzination hingegen, dass derjenige mit einem seiner Sinne etwas wahrnimmt, was außer ihm kein anderer wahrnimmt. Also etwas, was für uns überhaupt nicht nachvollziehbar ist an der Stelle. Das ist der Unterschied. Warum nehmen wir ausgerechnet dieses Thema? Das wird ganz schnell deutlich, wenn ich Ihnen sage, was zum Beispiel die häufigsten Wahnvorstellungen oder Halluzinationen sind. Eine der häufigsten Wahnvorstellungen ist, dass manche Demenzerkrankte glauben, dass andere an einem Tisch, beispielsweise in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus, über die Person sprechen. Wahn deshalb, weil da gibt es tatsächlich Leute an dem Tisch, die miteinander reden, aber ein Wahn deswegen, weil die nicht über diese Person reden, geschweige denn schlecht über diese Person reden, derjenige mit den Wahnvorstellungen sich das aber einbildet und aus dem Grunde der Meinung ist, er müsste etwas unternehmen oder verlässt den Raum oder will dort nicht mehr essen oder sonst etwas. Was viele kennen, die in Altenheimen oder Krankenhäusern arbeiten. Ein Mann mit Demenz setzt sich seinen Hut auf, was häufig ein Zeichen dafür ist, dass er etwas unternehmen will, setzt sich also seinen Hut auf, nimmt sich seinen Gehstock und ist auf dem Weg zur Tür. Eine Pflegekraft kommt zu ihm hin und sagt zu ihm, Herr Rüsing, wo möchten Sie denn gerne hin? Und dann sagt der Herr Rüsing, wieso, es ist doch jetzt 5:45 am Morgen, ich muss jetzt zur Arbeit. Das wäre der erste Punkt. Es ist definitiv so, dass derjenige nicht mehr arbeiten muss, weil er in Rente ist und weil er sowieso viel zu krank ist, um noch zu arbeiten. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich als Pflegekraft damit? Ein anderes Beispiel dazu. Jemand ist in seinem Zimmer, eine demenzerkrankte Person liegt in seinem Bett und ich komme dazu und diese demenzerkrankte Person sagt auf einmal zu mir, guck mal da,
da steht einer in der Ecke, der will mir was. Solche Dinge, also eine Halluzination, es ist definitiv keiner dort in der Ecke. So, auch da stellt sich die Frage, was mache ich in solchen Situationen? Ich will noch ein drittes Beispiel nennen, weil wir dann an eine andere Komponente kommen, nämlich die, muss man bei Wahnvorstellungen und Halluzinationen, wie in diesen beiden ersten Fällen, wo etwas zu unternehmen ist, weil sonst geht der Mensch mit Demenz einfach raus und sucht seine Arbeitsstelle, oder der Mensch mit Demenz kann nicht schlafen und hat große Angst, weil er glaubt, da ist jemand im Raum, der ihm etwas will. Es gibt aber auch zum Beispiel die alte Frau, die jeden Abend um 6 Uhr den Tisch deckt, weil sie denkt, dass ihr Sohn oder ihr Ehemann so von der Arbeit kommt. Und immer wenn sie merkt, der kommt gar nicht um 6 oder um 7 Uhr, dann packt sie die Sachen wieder zusammen und sagt, oh, habe ich mich wohl vertan. Das wäre eine Situation, wo man sagen würde, da muss man vielleicht gar nichts unternehmen unter Umständen. Also es gibt Halluzinationen, Wahnvorstellungen, manche sind in einem Maße oder sind so ausgeprägt, dass ich als Pflegekraft, als Betreuender oder wie auch immer etwas unternehmen muss und andere unter Umständen gar nicht so sehr. Also bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, habe ich verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich will Ihnen zwei relativ konträre Schulen dazu nennen. Die eine wäre sozusagen ein validierender Umgang, so wie er beschrieben wird von Autoren wie Naomi Fail, aber auch von Leuten wie Tom Kitwood, wie Cora von der Koy, die Meutik entwickelt hat im Umgang mit Demenzerkrankten. Eine andere Schule wäre die Schule des Mitmachens, des Mitgehens in den Wahn. Das sind im Grunde die beiden konträren Schulen, die wir dazu kennen. Beispiele dazu. Also ein wertschätzender, validierender Umgang, so wie es von den Autoren bezeichnet wird, wäre der, dass man versucht, was ist der Wunsch, was ist der Anliegen hinter dem, was jemand... Also da redet jemand von der Arbeit und will zur Arbeit. Die würden zum Beispiel vorschlagen, dass man mit demjenigen in solch einem Moment die Arbeit thematisiert, dass man darauf eingeht, dass man versucht, mit ihm darüber zu sprechen, wie wichtig ihm vielleicht die Arbeit ist. Dass man auf diesem Wege denjenigen davon abbringt, von dem eigentlichen Vorhaben, und mit ihm thematisiert, was diese Arbeit und all diese Dinge für ihn bedeuten. Das heißt, man steigt nicht in den Wahn an, man bestätigt ihn nicht darin, dass derjenige jetzt so arbeiten muss. Man sagt aber auch nicht zu ihm, sie brauchen gar nicht mehr arbeiten, weil sie sind ja Rentner und sie sind demenzkrank, sondern man versucht sozusagen, diesen Wunsch, dieses tiefe Gefühl in ihm zu thematisieren und mit ihm zu besprechen, so dass möglich ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die Möglichkeit, wie Autoren wie Sven Lind oder aber auch der Österreicher Erwin Böhm zum Teil beschreiben, Erwin Böhm, Begründer des psychobiografischen Pflegemodells, beschreiben. Die sagen, ich steige in diesen Wahn ein. Also ein Beispiel wäre, dass man dann zu demjenigen sagt, sie brauchen doch heute gar nicht arbeiten, Ihr Chef hat angerufen, Ihre Schicht fällt heute aus, Sie brauchen nicht zu kommen. Oder Sie brauchen sich jetzt nicht zu beeilen zum Bus, weil der Bus haben Sie schon längst verpasst und der nächste fährt erst in einer Stunde oder ähnlichem. Das wären Beispiele dafür einzusteigen. Ich unterstelle, und das möchte ich nochmal bewusst an dieser Stelle sagen, selbst bei solchen Umgangsweisen oder bei solchen Umgangsweisen nicht, dass derjenige nicht gewertschätzt wird von den Menschen, die das tun. Es sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Um das einmal zusammenzubringen nochmal, die Diskussion handelt sich darum, wäre ein Mitmachen in dem Wahn, um denjenigen davon abzubringen, etwas zu tun, etwas, was unethisch ist, wäre das etwas, was den Menschen viel zu sehr, wie soll ich sagen, dass man denjenigen nicht ernst nimmt in all dem, was er ist als Mensch, das wäre, ist der Vorwurf an viele dieser Herangehensweisen. Und der andere ist, dass man denjenigen, die diesen validierenden Umgang bevorzugen, eher vorwirft, dass es viele, viele Situationen gibt, in denen das nicht funktioniert. Das berichten auch Pflegende und berichten insbesondere diejenigen, die sich eher für dieses Mitmachen und Mitgehen entschieden. Ian James, der britische Psychologe, hat versucht, und ich denke, es ist ihm auch gelungen, diese beiden Arten des Umgangs mit Wahn und Halluzinationen, wobei die in jeder Situation natürlich unterschiedlich sein kann, zusammenzubringen und hat ein gestuftes Vorgehen empfohlen. Er sagt, als allererstes, wenn jemand etwas unbedingt will, dass ich zunächst erstmal prüfen muss, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Also da will jemand unbedingt zur Arbeit gehen, vielleicht kann ich tatsächlich mit ihm zur Arbeit gehen. Da will jemand unbedingt raus, warum gehe ich nicht mit ihm raus, falls es möglich ist. Wenn das nicht funktioniert, dann sagt er, als zweites versuchen wir, einen Ersatz zu finden, also eine Simulation, indem ich ihm zum Beispiel in der Einrichtung und wo auch immer er gerade ist, etwas zum Arbeiten gebe, dass er etwas tun kann. Wenn das nicht funktioniert, dann würde er vorschlagen, versuchen wir es mit einer Ablenkung, indem wir
das Augenmerk der Person versuchen, auf andere Dinge zu richten. Und erst als letztes empfiehlt James, sozusagen in den Wahn einzusteigen und benutzt dort einen Begriff, den es auch in Deutschland mittlerweile gibt, den der therapeutischen Lüge. Eine Art von Notlüge in solch einem Augenblick, die dazu erdacht ist, um denjenigen nicht nur von diesem Wunsch abzubringen, was ja nicht gut wäre, nur von dem Wunsch abbringen, sondern dafür zu sorgen, dass dieser Wunsch, der ihm nicht erfüllt werden kann, nicht zu sehr belastend für ihn ist und dafür eine Notlüge erfinde. Das würde James sagen. Also zusammengefasst, mitmachen, mitgehen in den Wahn, um eine Situation zu lösen. Auf der anderen Seite diese validierende Arbeitsweise, das heißt also zu schauen, was steht vielleicht hinter dem Wunsch, hinter dem Vorhaben, um das zu thematisieren, nicht in den Wahn also einzusteigen. Oder James schlägt ihm halt diese gestufte Verfahrensweise vor, denjenigen erstmal insoweit ernst zu nehmen, als die Versuche, den Wunsch zu erfüllen, einen Ersatz zu finden, ihn abzulenken und wenn es gar nicht anders geht, dann eine Notlüge zu machen. Unsere Fragen an Sie. Das erste ist wieder eine Frage. Ich möchte gerne, dass Sie uns ein Beispiel aus Ihrer Praxis schildern, wie Sie mit solchen Verhaltensweisen, zum Beispiel, da will jemand zur Arbeit, zum Beispiel, da will sich jemand morgens nicht anziehen. Wie machen Sie das? Sagen Sie demjenigen, Sie müssen sich aber jetzt anziehen, weil in einer Stunde Ihr Sohn kommt, obwohl er gar nicht kommt. Tun Sie das nicht. Ich will das überhaupt nicht werten. Ich möchte gerne, dass Sie uns von Ihrer Arbeit schreiben, wie gehen Sie mit Wahn und Halluzinationen von Demenzerkrankten um? Ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was ich Sie gerne fragen möchte, ist dieses Thema des Umgangs mit Wahn und Halluzinationen wirklich ein wichtiges Thema für Sie, über das Sie nachdenken müssen? Oder ist das für Sie bereits entschieden? Und das, was wir hier machen, wenn ich das etwas salopp sagen darf, ist reines Wissenschaftlergeschwätz. Ein Sprechen über Probleme, was die Praxis längst für sich gelöst hat. Also, schreiben Sie uns, machen Sie selber ein Video, eine Videoantwort beispielsweise, schreiben Sie uns per Mail oder schreiben Sie uns einen Brief, auch das ist möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald beim nächsten Demenzei. Tschüss.